Hey, hey, willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von den Dropioten, hier mit dem guten Mad Mike, der sich immer noch die Augen lasern lassen. Und ich bin hier auf einem wunderschönen Server mit Holler gelandet. Bei dem gibt es kein Koss, also kein Kill on Site, aber durchaus Raids. Und wer Raids noch nicht kennen sollte, ist ganz einfach. Das bedeutet, dass man mit einer entsprechenden kurzen Ansage, das sind schöne Serverregeln, losgehen kann. Ich gehe jetzt mal hier rüber, zum Beispiel. Hier, selben Teil hier. Und dann sagen könnte: Type Raid! Und dann wissen alle, dass ich irgendwas raide. Oder derjenige, der drin ist, weiß es dann entsprechend auch. Oder der nicht drin ist und weiß es dann halt nicht, aber das ist egal. Ansonsten habe ich schon ein bisschen was wieder vorbereitet. Ja, ich weiß, im letzten Video war ich etwas weiter, habe viele Geschenke bekommen, aber A, habe ich den Server nicht gefunden, nicht mehr. B, habe ich meinen Charakter, glaube ich, auch verloren. Und C, ist es ganz egal. Ich habe eine größere Pause gehabt. Jetzt brauche ich erstmal Holz. Ihr seht, ich habe ein bisschen was geschenkt bekommen, habe ich sogar. Ein paar Torches habe ich noch hier. Den blöden Stein immer weg. Was will ich mit diesem Stein? Jedes Mal, wenn ich reinkomme, wieder Steine. Und eigentlich, also ihr seht schon, hier ist einiges gebaut worden. Und mein Domizil wird ähnlich wie da drüben aufgebaut. Das dauert natürlich ein Weilchen. Ich brauche mich ganz. Moment. Hey, Folks. So, kurz Bescheid sagen. Ganz viel Holz. Richtig cool bei Rust, so ähnlich wie bei DayZ, ist einfach auch, dass man eine direkte Kommunikation hat. Das ist standardmäßig die V-Taste. Und mit der V-Taste kann man dann, wenn man in der Umgebung jemanden hat, direkt mit demjenigen quatschen. Hi there! Wenn Sie wissen, wie das funktioniert. Nackter Mann. 30 Leute momentan unterwegs. Und sie versuchen natürlich momentan zu überleben. So, lasst mal gucken. Da haben wir ein Lagerfeuer, das ist okay. Mit einem kleinen Dingsbund ist auch okay. Und jetzt gucken wir mal, ich habe ja meine schöne kleine Waffe und gucken mal, ob ich damit umgehen kann. Jawohl. Drei Schüsse brauche ich also mit diesem Revolver. Um ein bisschen Fleisch. So, ich muss Bescheid sagen, also wenn jemand schießt und man hört das, dann hat man immer ein bisschen Schiss, deswegen ist man möchte gerne wissen, was ist da eigentlich los. Und daher sagt man mal ganz kurz von wegen. Hier, ich habe gerade geschossen, ne? Alles gut. Und dementsprechend alles wunderbar. Ich könnte natürlich, muss kurz gucken, Hand. Mal gerade nachladen. Bisschen Munition habe ich dabei. Ups, ich hätte nicht lange halten sollen. 6, es ist nicht so viel Schuss. Ich muss auf jeden Fall halt noch ein bisschen farmen gehen. Und das machen wir jetzt mal wieder. Holz. Ah, guck mal. Zwar kein Holz, aber ein Stein. Da oben ist übrigens ein Bärchen. Ich bin noch nicht so gut ausgerüstet. Ich habe, sieht man gleich an der Axt, guck mal auf meine Hand hier, das ist nämlich Wolle, die ich anhab. Und die, sag mal so, schützt mich nicht so gut vor den Bären. Gerüchten zufolge kann man einen Bären auch niederwresteln, wenn man Putin heißt und entsprechend viel Wodka getrunken hat. Und das Ganze natürlich nackt. Ich heiße wieder Putin, ich bin Mad Mike, dementsprechend mache ich das nicht. Wobei, mal gucken. Das Ganze ist ein englischer Server mit ein paar US-Amerikanern, ein paar UK-Lern. Deutsche habe ich noch keine getroffen. Ich bin auch relativ frisch hier. So, dann erstmal gucken. Ich brauche auf jeden Fall Holz. Ich darf mich nicht verfranzen. Ich habe diese tolle Eigenschaft, dass ich mich immer wieder verlaufe. Im Wald, da sind die Räuber. Set your spawn, yet your search. So, und wenn es dann wieder dieses Tickern gibt, dann hole ich die Waffe raus und dann bin ich in der Nähe von Zombies und gehe Zombies jagen. Ist eigentlich keine schlechte Idee, weil ich brauche auch Blueprints irgendwann mal. Und das kann man, wie gesagt, der Server ist kein Kill on Site. Das ist verboten. Habe ich da gerade einen Bär gehört oder ist das ein Airdrop, den ich gehört habe? Ja, muss ein bisschen aufpassen. Also es gibt natürlich immer noch genügend Sachen, die einen umbringen können. Zombies, Radiation, Bugs. Kein Problem. Ach, und diese kleinen Mikroruckler, die sind seit dem letzten Patch drin. Also es liegt nicht daran, dass meine Performance irgendwie total scheiße wäre. Wenn ihr euch erinnern solltet oder die anderen Videos noch nicht angeguckt haben solltet, tut's mal. Da ist nicht ein einziges kleines bisschen, da hinten ist ein Nackter unterwegs. Und ein Bär, der hinter ihm her ist, gewesen. So, Holz. Mittlerweile habe ich es echt gut drauf, muss ich sagen. Ich darf halt nur nicht wieder nachher, also eigentlich muss ich der Straße noch folgen, dann finde ich auch mein Zuhause wieder. Ah, da hinten ist die Dings. Da läuft auch gerade eine Nackte hin. Machen wir die Waffe raus, weil der Bär könnte da sein. Mit ein paar gezielten Schüssen auf dem Kopf ist er zwar auch platt, aber hey. Alright, guys coming. Also es gibt auch einige Gruppen hier, das ist auch immer ziemlich cool. Kurz gucken. Bär? Kein Bär? Kein Bär, gut. Denn ich brauche Holz. Ganz viel Holz. Ich bin voll der Holzkopf. Ja, siehst du, hab ich doch richtig gehört. Bär. Oh oh.
Nachladen. Nachladen. Komm, 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 komm. Ja, erledigt. Ja, dafür ist die Munition fast alle. Nam, nam, nam. Blut. Natürlich gibt es auch Raw Chicken im Bär. Das macht einen guten Teppich aus, muss man sagen. Ne? So ein Kaminteppich. Animal Fat Leder. Mit dem Leder kann man sich natürlich bessere Klamotten bauen, wenn man denn schon das Rezept hat. So, das Dumme ist, ich habe jetzt nur noch 5 Schuss wegen dem Scheißbären. Ich wollte nämlich eigentlich zum Zombiejagen rübergehen. Mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwas von Zombies bekomme. Die lassen ja was droppen. Weil meine Augen noch ein bisschen verschmiert sind durch die... Ich betone es zu oft, ich weiß. Die Laser-OP. So, jetzt hört es schon Radiation. Ja, da sollte ich mal ganz kurz das essen. Da kriegt man nämlich durch Radiation relativ schnell Probleme. Mal kurz gucken. Da unten ist ein Zombie. Da, seht ihr? Seht ihr? Da gehen wir jetzt hin. Den Red Zombie jagen. Der jagt, glaube ich, selber gerade irgendwas. Oh, es sind mehrere und die Radiation ist ganz schön hoch mittlerweile. Komm her, du. Drei Schuss. Hab dich. Er hat einen Bauplan, ist schon mal super. Nehmen wir direkt mit. Und noch einen Bauplan. Jetzt raus hier. Denn die Radiation. The Radiation ist ganz schön böse. Ich verbastel mich mal ganz kurz ein bisschen. Wobei das mir nicht, glaube ich, so bei der geholfen hat. Nur Bandagen, die helfen nur gegen Blutungen. Und um Hitpoints wieder herzustellen, muss ich was essen oder eben die anderen Matt-Dinger da, die grünen, die ich da unten im Inventar habe, anwenden. Das ist natürlich doof, jetzt habe ich natürlich keine Munition mehr, ich muss trinken, mehr Munition herstellen. Aber dafür habe ich 2 Blueprints. Und diesen Blueprints im Backpack gehen wir jetzt wieder nach Hause. Da drüben ist noch ein Bär und ein bisschen was Nacktes. Der jagt ein Schwein, sehr schön. Ich werde kurz warnen. Hey ho, watch out, behind you is... Ja, yeah, well not behind you, but there's a bear. There's a bear, you know? Right, behind, yeah, hi. Behind the bush, behind you basically is a bear, so take care. Die meisten wissen nicht, dass man mit V eben kommunizieren kann, oder sie haben kein Mikrofon, eins von beiden. Das war gerade ein Reh, ist kein Problem. Oh, ein Steinchen. Soll ich vielleicht mal kurz was essen? Wegen Regeneration habe ich ja gesagt, guck mal auf die Hitpoints unten. Zack, werden sie grün. Und gehen weiter nach oben. Außerdem wieder mehr, ne? Food, Energie etc. kann ich wieder ein bisschen hier mit abholzen. Beziehungsweise absteinen. Geht natürlich alles mit dieser kleinen süßen Pickaxe hier. Quatsch, hier. Hackebeilchen. Hacke, Hacke, Kuchen. Der Mad Mac hat gerufen. Da, 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 da. Ich hoffe mal, dass im späteren Verlauf das Ganze noch ein bisschen komplexer wird wie Minecraft. Muss nicht sein, ich meine, man hat schon sehr viele Aspekte hier drin. M4s gibt's, Raketenwerfer habe ich auch schon was von gehört, C4, bla bla. Na, hier habt ihr es gerade gesehen, ne? Raid, Raid. Also gehen sie wieder raiden. Wenn ich Pech habe, wird irgendwann mein eigenes Haus geradet. Ich habe aber momentan nichts großartig drin. Ich gewöhne mich an, das meist mit mir rumzutragen. Da es kein Kill on Site gibt, ist das deutlich klüger. Oder halt irgendwo eine kleine Shack hinzubauen. So, da kommt nochmal. Naja, ist okay. Ist ein Halbnackter. Das ist schon okay. Meins. Zuerst gesehen. Dum, 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 dum. Schön das Holz mitnehmen. Gell? Das erste, was man immer machen sollte, ist definitiv Werkzeuge herstellen. Die ja auch als Waffe dementsprechend besser sind. Wie ich jetzt rausgefunden habe. Hier ist eine kleine Scheck, die kenne ich. Das ist eine. Abandoned One, also ist keiner drin. Das war ganz gut als Richtungsweise. Dadurch weiß ich nämlich, in welche Richtung mein Gebäude ist. Na gut. Ah, noch ein Stein. Hervorragend. Die Respawn-Rate auf diesem Server ist richtig gut. Also es ist echt nice. Dadurch findet man eigentlich immer was. Und morgens ist ja hier relativ wenig los, da die meisten hier irgendwie aus anderen Herrenländern kommen. Dann hat man hier richtig schön viel Ressourcen. Die kann man alles schön in Ruhe abfarmen. Das ist schon ziemlich cool. So, und das hier ist der typische Indikator. Wenn ich das hier sehe, dann weiß ich, dass hier dazwischen, ja, man sieht es ja schon. Ah, guck mal, vor meiner Haustür direkt ein Stein gespawnt. Mein Zuhause ist. Und es sieht schon richtig nice aus von außen. Klar, fehlt noch einiges an Höhe. Aber das wird werden.
Jetzt mal schnell hoch. Da habe ich auch schon einen kleinen Zaun hingestellt. Ist ein kleiner, da war ein bisschen Holz übrig. Tür ist nicht geradet worden. Meistens raiden halt echt die großen Türen. So, zack, Tür zu. Und wie gesagt, zu Hause. Jetzt mal kurz überlegen. Jetzt habe ich was geholt. Ach ja, die Rezepte, genau. Jetzt erstmal gucken hier. Ne? 5. You can now craft 9mm Pistole. Schon mal sehr geil. Und ein Silencer. Das ist natürlich super nice. Das machen wir auch direkt mal, weil ich müsste eigentlich, Moment, jetzt machen wir erstmal Folgendes, wir gehen mal kurz hier an die Furnace. Die Furnace ist im Prinzip so ein omnipotentes Super-Tool. Man schmeißt ein bisschen Holz rein, man nimmt ein bisschen Metall, schmeißt noch ein bisschen Sulfur mit rein und wenn man Leder haben möchte, dementsprechend natürlich noch Cloth. So, zack. So, dann machen wir das Ganze an und gehen in der Zwischenzeit einfach irgendwas anderes craften. Zum Beispiel eine 9mm Pistole. Wo haben wir das 9mm Ding denn da? Die ist nämlich definitiv besser. Da brauchen wir aber Low-Quality Metal für. Und für Low-Quality Metal brauchen wir die hier, Metal Fragments. Die kriegt man aus dieser Furnace, wenn man die baut. Kann man auch gleich mal gucken. Ups, Entschuldigung. Länger draufhalten. So. Denn aus Metal Ore, wenn was hier Holz drin sein sollte und das Ganze brennt, werden nach und nach diese kleinen Stückchen an Metallfragmenten und natürlich Sulfur durch das Sulfur herausgelöst. Und die kann man dann wieder verarbeiten, indem man das Ganze craftet. Also wir gucken nochmal rein, müsste eigentlich jetzt gleich soweit sein. Da sind sie genau, die ersten schon. Also wir haben Charcoal, kriegen wir auch, also hier Kohle und 16 Metallfragmente. Ein bisschen Leder schon mit rausgekommen und ein bisschen Sulfur. Und so geht es halt immer weiter. So, wie gesagt, in der Zwischenzeit einfach das Crafting wieder aufgemacht, geguckt. Wir brauchen Low Metal hier, Low Quality Metal. Wir brauchen recht viel davon wahrscheinlich. Kann man noch nachgucken, dass wir nicht zu viel herstellen. Nicht, dass ich das nicht herstelle, was ich nachher nicht brauche. Bin ja jetzt noch nicht so hundertprozentig easy mit. Ich brauche 10. Das heißt, ich muss 10 Low-Quality-Metal herstellen. Na, wo bist du denn? Da, 10 Stück. Ist kein Problem. Ich habe schon jede Menge hergestellt. So, das Ganze dauert ein paar Sekunden nur. Hier ist, glaube ich, sogar... Ups. Bug. Hier müsste, glaube ich, die Produktionszeit halbiert sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen einfach ausprobieren. So, Metall ist gleich fertig. Gehen wir schon mal runter zur Pistole. Das ist, Munition muss ich auch gleich nochmal machen. Da ist das Metall, hier seht ihr das, hier, tack. So, dann nehmen wir die Pistole und craften uns eine Pistole. Das dauert ungefähr eine Minute, in der Zwischenzeit können wir ja so langsam durch die Gegend laufen, aber wir brauchen, glaube ich, eine Workbench. So, in der Zwischenzeit gucken wir mal wieder hier rein in die Furnace und nehmen schon mal ein bisschen Sulfur wieder raus, ein bisschen Kohle raus und noch ein paar Fragmente, noch ein bisschen Leder. Und das dauert halt, das sind bei 80 Holz, das geht recht lange. Und ja, hier mache ich jetzt Folgendes. Da hinten sieht man ja schon diese etwas höheren Balken, da in der Ferne. Kann ich leider nicht ranzoomen, gibt es leider nicht. Und da werde ich als erstes einen Turm hinbauen. Und der andere kommt auf die Seite. Dann noch einer, ja, bei dem Berggebirge muss ich gucken, ob das überhaupt geht, ob ich da durch kann. Dann habe ich halt einen Berg drin. Ja, wahrscheinlich ist es dumm, da was drüber zu bauen. Das wäre wahrscheinlich eher zu basteln an der Stelle. Drüber basteln, weil, oder, na, mal gucken. Ich überlege mir was. Auf jeden Fall kommen da Türme hin. Also erstmal schön nach oben gebaut. Erstmal dann so eine Schutzfunktion hat. Man kann oben draufstehen, kann runterschießen, je nachdem, was man dann als Rifle und so hat. Denn ich muss mehrere Ebenen einbauen, definitiv. Ich werde das so sehr doppelstöckig machen, schätze ich mal. Also doppelt so hoch. Weil wenn jetzt hier die Decke direkt drüber ist, ist das ziemlich niedrig. Und das mag ich persönlich gar nicht, wenn das überhaupt geht. Aber das muss ich testen. So, gucken wir nochmal kurz hier rein. Aber wieder ein bisschen Leder, sehr schön. Aber mittlerweile sind so viele Spiele wieder unterwegs und draußen und überhaupt, dass ich zu fast keinem Let's Play komme. Dazu bin ich momentan immer noch unterwegs. Ich muss meine Crafting... Achso, die Waffe ist fertig. Ja, 9mm. Schön. Ein Unterschied, das Ding macht 25 Schaden. Der Revolver macht 29, das ist lustig. Recoil 10, Recoil 7, Range 80 und Range 80. Also der Revolver ist nicht schlecht, beim besten Willen nicht. Schadenstechnisch sogar ein bisschen besser. Aber hey, ne, ist nicht schlecht. So, ich brauche auf jeden Fall Gunpowder. Da habe ich, warte mal, ne, Gunpowder habe ich, das ist Gunpowder hier, ne? Genau, warte mal, 9mm brauche ich was noch für? Ach, Metal Fragments. Ja, Gott, hier, hau rein. So, das dauert nur ein paar Sekunden. Das ist ganz gut. Ich finde die Resortierung ein bisschen doof. Man muss immer so ein bisschen suchen. Es gibt auch keine Sucheingabe, immer noch nicht. So, Gunpowder wiederherstellen. Braucht man Unmengen davon, leider Gottes. Dauert aber auch nur ein paar Sekunden. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man eben so viel Munition wie möglich dabei hat. Denn ihr habt es ja gerade gemerkt, es dauert schon ein paar Schüsse auf den Bär, auch ins Gesicht. bis das Ganze dann
umfällt, das Viech. Dann machen wir mal 10 Schuss. Das sollte jetzt erstmal hoffentlich dann reichen. So. Und dann hat man hier. Sehr schön. Sehr nice. Der fallende Anschlag. Zack, 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 zack. Yeah, I'm medieval evil. So, die Frage mit Who's been shooting kommt sehr oft, das wissen wir ja mittlerweile. Für mich auch noch ganz wichtig, ich muss jetzt definitiv noch Planks herstellen, seht ihr ja, ne? 250 sind es momentan leider nur noch, das ist nicht wirklich viel. Und das dauert immer besonders lang und das nervt unglaublich, allerdings kann ich damit wenigstens einigermaßen rumlaufen. Wenn er das Gras hier stören sollte, es gibt noch so einen Befehl, man kann mit der F1 Konsole runterholen und kann hier mit gewissen Befehlen, die suche ich jetzt mal nicht raus, das Gras zum Beispiel ausblenden. Also es ist in der Hinsicht ganz praktisch für Leute, die mehr Frames haben möchten. 20 mehr Frames sind drin. Mich persönlich stört es nicht. Also ich habe gar keine Frames-Probleme. Aber auch nur so kleine Unschönheiten wie hier durch die Sachen durchklippen. Es ist halt nicht so nice. Viel cooler wäre es, wenn das jetzt nicht wäre. Aber ist halt so. Und hier ist die Überlegung bei mir, ob ich das nach oben gebaut bekomme. Über den Felsen drüber. Und dann eine Verbindung. Ja, also eine Verbindung vom einem Turm zum nächsten, wenn ich ganz weit oben bin, mache. Also so quasi so Brücken habe mit einem freien Bereich vielleicht noch. Mal so gucken, was sieht ein bisschen komisch dann aus, glaube ich. Wenn hier dann nach oben geht, da geht es nach oben. Dann habe ich ja eine freie mit, das ist die hier. Wenn ich die nicht auch noch mitschütze, ja gut, muss man gucken, ne? Je nachdem, wie hoch ich den Turm mache. Na, schauen wir einfach mal. Ach, schon fertig gecraftet? Ja, hervorragend. Das hat doch nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Pillars brauche ich nämlich noch. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz ein paar Pillars. Ich mache mal erstmal ein paar Pillars. Ich brauche jede Menge davon. Und muss danach wieder raus. So. Dauert auch wieder eine Minute. Super. Slow-Mo. Na gut, dann machen wir ein kleines Päuschen und ich bastle mal in der Zwischenzeit weiter. Ist gerade nicht so spannend.